Breaking Borders, was bedeutet das für Sie persönlich? Ich würde sagen, Breaking Borders bedeutet erstmal die Grenzen zu finden, an die man vorstoßen will oder die man durchbrechen will. Und das ist, wir sind ja hier in Deutschland zumindest, in westlichen Demokratien, in der glücklichen Situation, dass die nicht ganz so leicht zu finden sind, meistens. Auf der anderen Seite ist dann die Gefahr dabei, dass wir sie dann nicht mehr erkennen, wenn wir sie zu durchbrechen hätten, dass sie sich unterschwellig irgendwo einschleichen, die Grenzen, die Behinderungen, wenn wir jetzt gerade über Meinungsfreiheit reden, gibt es Gesetzgebungen, die wir hinnehmen, weil wir glauben, die haben ihre Richtigkeit, und wir merken nicht, wie peu à peu Freiheiten abgebaut werden. Wenn Sie Meinungsfreiheit ansprechen, was bedeutet das für Sie und haben Sie da vielleicht Erfahrungen sammeln können, die Sie mit uns teilen können? Mehr Meinungsfreiheit bedeutet, glaube ich, mehr als seine Meinung zu sagen. Meinungsfreiheit bedeutet, seine Meinung auf alle möglichen Arten auszudrücken. Und ich glaube, das muss man immer mit berücksichtigen, wenn man von Meinungsfreiheit redet. Es geht nicht nur um Texte, die man im Internet verfassen kann oder Texte, die man irgendwo verfassen kann. Es geht auch um den Ausdruck von Gesten. Und man muss, glaube ich, immer berücksichtigen, dass Worte auch Taten sein können, die andere verletzen. Meinungsfreiheit im Internet. Wohin geht Ihrer Meinung nach die Reise? Ich glaube, dass wir das überhaupt noch nicht absehen können. Ich glaube, dass wir jetzt gerade anfangen zu sehen, was die Probleme oder auch die Chancen natürlich sein könnten, die das Internet bringen wird. Wenn man merkt, dass zum Beispiel die Temperatur der Beiträge sich erhöht, das Temperament der Beiträge, wenn immer mehr Leute zu Recht sozusagen sagen, was sie denken und kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, dann müssen wir uns, glaube ich, an eine neue Kultur der Kommunikation gewöhnen und wir müssen sozusagen uns ein hartes Fell zulegen, was sehr wichtig ist. Ich will nicht dagegen sprechen, dass jeder das Recht hat zu sagen, was er denkt. Ich glaube, wir müssen uns nur von Sensibilitäten dann irgendwie auch verabschieden, die uns zu sehr verletzen würden in dieser neuen Kultur. Das heißt zusammengefasst, wo sehen Sie Risiken oder Gefahren und wo sehen Sie die großen Chancen? Die Risiken sehe ich darin, dass wir es nicht schaffen, uns mit der neuen Wirklichkeit so auseinanderzusetzen, dass es auch gerecht ist, dass alle sozusagen, dass niemand verletzt wird, dass alle ihre Rechte aufrechterhalten können. Und die Chancen sehe ich natürlich darin, dass Unterdrückung zurückgefahren wird weltweit, dass niemand mehr Opfer ist von Zuständen, gegen die er nichts sagen kann, gegen die er nicht antreten kann. Und was wären Ihre Wünsche für die Meinungsfreiheit im Internet? Also ich würde mir wünschen, dass wir zu einer Kultur der Meinungsfreiheit finden, die auf der einen Seite dazu beiträgt, Unterdrückung zu verhindern, dass alle Stimmen, die gehört werden müssen, gehört werden. Und auf der anderen Seite, dass wir es schaffen, trotzdem persönliche Befindlichkeiten, die Menschenwürde letztlich der Einzelnen zu achten und nicht zu verletzen.